Heute für euch eine Rangliste der Rumtreiber nach Stärke sortiert. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Rumtreiber sprechen. Eine Gruppe lästiger Jungen, die in den 1970er Jahren die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchten. Genauer gesagt werde ich auf das Talent dieser vier Jungen eingehen. Das Quartett begann seine Ausbildung im Jahr 1971, dem gleichen Jahr wie Severus Snape, und sie alle hatten etwas gemeinsam, sie waren alle im Haus Gryffindor. Schon vor der Sortierzeremonie verstanden sich die Jungen gut, und als sie schließlich demselben Haus zugeteilt wurden, wussten sie, dass es ihr Schicksal war, Freunde zu werden. Obwohl die Jungen mit vielen ihrer Mitschüler gut auskamen, hatte diese Gruppe von vier Jungen eine ganz besondere Verbindung, und sie fanden schließlich einen Namen für ihre Gruppe, sie waren die Rumtreiber. Die Jungen hatten viel gemeinsam, nicht nur, dass sie alle Gryffindors waren, sondern auch alle waren große Unruhestifter. Wenn es in Hogwarts eine Regel gab, dann waren sie bekannt dafür, sie zu brechen und waren wirklich berüchtigt für ihre Regelverstöße und Lästigkeiten. Die Gruppe dieser Jungen bestand während ihrer gesamten Schulzeit in Hogwarts von 1971 bis 1978, und nach ihrem Abschluss traten sie sogar alle dem Orden des Phönix bei, einem Geheimbund, den Dumbledore gegründet hatte, um sich Lord Voldemort entgegenzustellen. Sie alle dienten dem Orden viele Jahre lang, aber in der Halloween-Nacht des Jahres 1981 wurde ihre Gemeinschaft vollständig zerstört und sollte nie wieder auferstehen. Der 31. Oktober 1981 war die Nacht, in der Lord Voldemort in einem Versuch, die Erfüllung von Sybil Trelawneys Prophezeiung zu verhindern, zum Haus der Potters reiste und das Leben sowohl von Lily als auch von James Potter beendete. James war somit tot, und damit blieben nur noch drei Rumtreiber übrig. Das Schlimmste an der gesamten Tragödie war vielleicht jedoch, dass es in Wirklichkeit Peter Pettigrew war, also Wurmschwanz, der sie verraten hatte. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurde Sirius Black, ein weiterer Rumtreiber, von Pettigrew des Mordes an Muggeln beschuldigt. Dies führte dazu, dass die einstige Gruppe von vier fröhlichen Jungen, die einen Großteil ihrer Kindheit gemeinsam verbracht hatten, plötzlich und vollständig zerstört wurde. Einer war tot, einer war zum Verräter geworden, einer wurde nach Azkaban geschickt und nur einer blieb übrig, Remus Lupin. Die Rumtreiber, jene Gruppe lästiger, aber talentierter Jungen existierte nicht mehr. Jeder von ihnen, sowohl in ihrer Jugend als auch später als Männer, spielte eine bedeutende Rolle in der Harry-Potter-Geschichte und der gesamten Harry-Potter-Reihe. Obwohl sie unterschiedliche Schicksale durchliefen, waren sie einzigartige Individuen mit äußerst interessanten Lebensgeschichten. Eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, ist, wer von den Rumtreibern ist eigentlich der mächtigste? In diesem Video werde ich versuchen, eine Rangliste der Rumtreiber, James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew und Sirius Black, nach ihrer Stärke zu erstellen. Fangen wir an mit der Nummer 4, Remus Lupin. Remus Lupin war ein britischer Halbblutzauberer und wurde im Jahr 1960 geboren. Wie die meisten anderen besuchte er auch Hogwarts und schloss dort Freundschaft mit den anderen Mitgliedern der Rumtreiber. Die Rumtreiber hüteten ein bedeutendes Geheimnis für Remus, nämlich die Tatsache, dass er ein Werwolf war. Bevor Remus die Schule besuchte, wurde er in seiner Jugend von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback angegriffen. Fenrir beabsichtigte, sich an Remus' Vater Lyle zu rächen, und seine grausame Methode, dies zu tun, bestand darin, dessen Sohn anzugreifen. In der Mitte einer finsteren Nacht wurde Remus von Fenrir attackiert, und obwohl sein Leben verschont blieb, war er seit diesem Vorfall dazu verdammt, für den Rest seines Lebens ein Werwolf-Dasein zu führen. Die Rumtreiber hatten ein umfassendes Verständnis für Remus' Situation und unternahmen alles in ihrer Macht Stehende, um sein Leben so normal wie möglich erscheinen zu lassen. Sie wurden sogar zu Animagi, um Remus ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Nachdem James gestorben war, Pettigrew vermisst wurde und Sirius nach Azkaban geschickt worden war, führte Remus ein eher unauffälliges Leben. Zu dieser Zeit war der Dunkle Lord, der zuvor die Zaubererwelt bedroht hatte, durch den kleinen Harry besiegt worden, und es bestand kein unmittelbarer Bedarf an einem Widerstand gegen die dunklen Mächte. Im Schuljahr 1993/94 tauchte Remus jedoch wieder auf und übernimmt die Position als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Remus war ein äußerst talentierter Zauberer und erwarb, wie die anderen Rumtreiber, in jungen Jahren eine Vielzahl mächtiger Fähigkeiten. Unter anderem zeigte er sich als begabter Duellant, überstand unversehrt die Schlacht in der Mysteriumsabteilung und war ein Experte in der Zauberkunst, indem er bei der Erstellung der Karte des Rumtreibers ebenfalls half. Er war ebenso ein versierter Heilzauberer, der sich in der Verteidigung gegen die dunklen Künste bewährte und sogar als erfahrener Okklumentiker galt.
Trotz seines beeindruckenden Talents wurde Remus schließlich während der Schlacht von Hogwarts von dem Todesser Antonin Dolohoff getötet. Nummer 3. James Potter. James Potter war ein britischer Reinblutzauberer, geboren am 27. März 1960 als Sohn der Eltern Flemont und Euphemia Potter. Als Einzelkind war James eine angenehme Überraschung für seine Eltern, die bereits recht fortgeschrittenen Alters waren, als er gezeugt wurde, selbst für Zaubererverhältnisse. Von Anfang an wurde James von seinen Eltern liebevoll umsorgt. Diese wohlhabende Familie der Rentner, in Anführungszeichen, hatte nichts als Zeit, um sich ihrem geliebten Sohn zu widmen. Die übermäßige Aufmerksamkeit während seiner prägenden Jahre prägte zweifellos den Mann, der er werden sollte. James erbte die guten Werte seiner Eltern, aber sein früheres Leben machte ihn vielleicht ein wenig zu stolz und sicherlich sehr arrogant. Als James nach Hogwarts kam, knüpfte er sofort Kontakte zu den anderen Rumtreibern und sie gründeten ihre Gruppe im Jahr 1971. Obwohl er als Anführer der Gruppe bezeichnet wurde, trifft das nicht zu. Er war lediglich der freimütigste von den Vieren. In James' siebtem Schuljahr wurde er zum Schulsprecher von Hogwarts ernannt und im selben Jahr entwickelte er, sehr zum Missfallen von Severus Snape, eine Beziehung zu Harry Potters Mutter Lily Evans. Während seiner Schulzeit demonstrierte James immer wieder seine beeindruckenden magischen Fähigkeiten und es wurde sogar behauptet, dass Voldemort während des ersten Zaubererkrieges auf dem Höhepunkt seiner Macht versuchte, James als einen seiner Todesser zu rekrutieren. Wie die anderen Rumtreiber war auch James so geschickt im Fach Verwandlung, dass er im erstaunlichen jungen Alter von 15 Jahren ein Animagus wurde. Nachdem er diese bemerkenswerte Leistung erfolgreich vollbracht hatte, konnte er sich jederzeit in einen Hirsch verwandeln. Um ein solches Kunststück zu vollbringen, benötigte James auch umfassende Kenntnisse in der Herstellung von Zaubertränken, da man für die erste Verwandlung in einen Animagus einen speziellen Animagus-Trank braucht. Dieser Zaubertrank ist äußerst komplex und erfordert außergewöhnliche Fähigkeiten in der Zaubertrankherstellung. Neben seiner Expertise in der Zaubertrankherstellung war James ein talentierter Duellant, der Snape mehrmals bei verschiedenen Gelegenheiten besiegt hat. Zusätzlich dazu war er ein versierter Zauberkünstler, der gemeinsam mit den anderen Mitgliedern seiner Gruppe an der Erschaffung der Karte des Rumtreibers beteiligt war. Trotz James' beeindruckendem Talent starb er relativ jung. Obwohl er ein äußerst begabter Schüler war und auch Zauberer, verstarb er als junger Mann, da er von Voldemort einfach beseitigt wurde. Nummer 2. Sirius Black. Sirius, der Patenonkel von Harry Potter und Mitglied der Familie Black, begann seine Schulzeit in Hogwarts wie die anderen im Jahr 1971. Sirius entstammte der mächtigen Zaubererfamilie der Blacks, und obwohl viele seiner Familienmitglieder einen ziemlich hohen Wert auf die Reinheit des Blutes legten, teilte Sirius diesen Glauben nicht. Viele Mitglieder der Black-Familie folgten einem düsteren Pfad, und seine Mörderin und gleichzeitig Cousine Bellatrix Lestrange ist ein treffendes Beispiel dafür. Sirius wollte nicht, dass seine Abstammung darüber entscheidet, wer er sein sollte. Er äußerte einmal weise Folgendes: Wir tragen alle sowohl Licht als auch Dunkelheit in uns. Entscheidend ist, welchen Teil wir wählen, um danach zu handeln. Das bestimmt, wer wir wirklich sind. Obwohl Sirius' magische Entwicklung durch die lange Zeit, die er in Azkaban verbrachte, etwas verlangsamt wurde, erwies er sich am Ende dennoch als äußerst mächtiger Zauberer. Nicht nur in den Verwandlungskünsten und der Fähigkeit, sich in einen Animagus zu verwandeln, in seinem Fall einen schwarzen Hund, sondern auch im Duellieren, im Brauen von Zaubertränken, im Aussprechen von Zaubersprüchen, in der nonverbalen Magie und sogar in der Anwendung von Okklumentik zeigte sich Sirius als hochbegabt. Bellatrix tötet ihn schließlich während des Kampfes in der Mysteriumsabteilung, doch das war zweifellos ein hinterhältiger Schachzug. Hätte Sirius besser aufgepasst, könnte er meiner Meinung nach durchaus überlebt haben. Und kommen wir zur Nummer 1, Peter Pettigrew. Das wird umstritten sein, das weiß ich, aber ich bin wirklich der Meinung, dass Peter Pettigrew der talentierteste der Rumtreiber ist. In einer perfekten Welt, in der Sirius nicht nach Azkaban kam und James nicht getötet wurde, wäre das vielleicht nicht der Fall gewesen. Und in früheren Jahren, während ihrer Schulzeit, war Pettigrew sicherlich nicht der Stärkste. Aber später im Leben? Ich glaube, dass er es war. Und hier ist der Grund dafür. Peter Pettigrew, auch bekannt als Wurmschwanz, war ein britischer reinblütiger Zauberer, geboren 1959 oder 1960. Er hatte blasse Haut, ungesunde aussehende Haare, die ständig ausfielen und blaue Augen. Die meisten betrachten ihn als eine wehleidige Ausnahme für einen Mann, dessen Loyalität nur lag, wo die Macht im Spiel war. Aber in seinen jungen Jahren hatte er eine Art von Freunden, die Rumtreiber.
Peter war nicht so begabt wie seine Freunde, aber er besaß einen bemerkenswerten Tatendrang und mit diesem Antrieb überwand er seine Grenzen und wurde erfolgreich ein Animagus. Pettigrew wurde nicht nur ein Animagus, eine fortgeschrittene Form der Verwandlung, er war auch versiert in der Beschwörung, einem weiteren äußerst anspruchsvollen Zweig der Zauberkunst. Die Beschwörung ermöglicht es Personen, Objekte scheinbar aus dem Nichts herbeizurufen und wird normalerweise nur von begabten Schülern auf der Newt-Stufe beigebracht. Peter ist der einzige Rumtreiber, von dem bekannt ist, dass er die Beschwörung beherrscht. Darüber hinaus war Pettigrew in der Lage, hochentwickelte Zaubertränke zu brauen. Er half Voldemort bei der Herstellung sowohl eines rudimentären Körper- und Regenerationstrankes als auch Vielsafttrankes, den er gemeinsam mit Barty Crouch Jr. zubereitete. Obwohl ich vermute, dass Pettigrew den anderen Rumtreibern in Bezug auf traditionelle Magie nur leicht überlegen ist, denke ich, dass er sich vor allem durch sein Wissen über die dunklen Künste hervortut. Indem Pettigrew sich der dunklen Seite zuneigte, erschloss sich eine völlig andere Dimension des magischen Spektrums. Eine Seite, die die anderen Rumtreiber nie gewagt hätten zu erforschen. Obwohl es ehrenhaft ist, sich auf eine reinere Magie zu konzentrieren, bedeutet das nicht zwangsläufig, mächtiger zu sein. Selbst Dumbledore hat offen eingestanden, dass die Hinwendung der dunkleren Seite eine gänzlich andere Welt magischer Möglichkeiten eröffnet. Pettigrew könnte mühelos den Tötungsfluch anwenden, kraftvolle Sprengflüche erzeugen, stark genug, um hunderte von Metern Kanalisation zu zerstören, hochentwickelte Tränke brauen, sich in einen Animagus verwandeln, Gegenstände aus dem Nichts herbeizaubern und vieles mehr. War er ein Feigling? Auf jeden Fall. Aber war er ein mächtiger, wenn auch feiger Zauberer? Auch auf jeden Fall. Wie bereits erwähnt, hätten die Dinge in der Zaubererwelt möglicherweise einen anderen Verlauf genommen, wenn James überlebt hätte, Sirius nicht nach Azkaban gekommen wäre und so weiter, wäre das vielleicht anders gewesen. Die Umstände könnten unterschiedlicher gewesen sein und Pettigrew wäre vielleicht nicht an der Spitze dieser Liste gelandet. Aber so wie die Dinge nun stehen, denke ich, dass dieser Platz verdient ist. Ich bin der Meinung, dass sie alle ziemlich nah beieinander liegen, aber mit ausreichendem Abstand betrachtet. Könnt ihr mir da zustimmen oder seid ihr anderer Meinung? Wie würdet ihr die Rumtreiber einstufen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und ein Abo, um keine Videos von mir mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.